Hallo zusammen, hier ist der Michael. Herzlich willkommen auf Amazing Nature Alpha, dem Natur- und Technik-Kanal. Heute soll es einmal um eine Stirnleuchte gehen. Und zwar ist das kein Werbevideo, sondern das ist meine persönliche Empfehlung an euch. Es gibt mit Sicherheit natürlich vergleichbare andere Produkte, das mal vorneweg. Und zwar geht es um die Thematik der Sternenfotografie und welche Stirnlampe sich da am besten eignet. Wieso braucht man bei Sternenfotografie eine besondere Stirnleuchte? Ja, ganz klar, im Idealfall kann diese Stirnleuchte zwei oder eine rote LED aktivieren. Denn rotes Licht hat die Eigenschaft, dass unser Auge sich nicht an die Helligkeit gewöhnt. Das heißt, dass die Pupille adaptiert sich nicht an das Umgebungslicht. Und deshalb ist rotes Licht perfekt, um die Umgebung abzuleuchten. Und wenn ich dann meinen Blick wieder zu den Sternen richte, dann bin ich nicht geblendet von dem Licht und sehe nur noch grüne und blaue Punkte, sondern ich sehe ganz normal die Sterne. Und deswegen möchte ich heute ein kleines Video machen über diese Stirnleuchte, die mich schon einige Zeit jetzt begleitet und wirklich zu empfehlen ist. Und zwar handelt es sich hier um die Nightcore HC50. In einem kleinen Video zu dem Equipment, das man unbedingt in den Koffer packen sollte für Campen in Afrika, bin ich kurz auf diese Lampe auch eingegangen. Aber ich mache jetzt doch noch mal extra ein Video draus. Ich werde euch jetzt natürlich nicht erklären, wie man die auf den Kopf setzt oder wie bequem sie ist. Das ist jetzt für mich jetzt erstmal wirklich alles nebensächlich, sondern ich möchte auf die Funktion eingehen, die für Sternenfotografen besonders wichtig ist. Und zwar ist das die Funktion, das rote LED-Licht zu aktivieren, ohne dass ich zuerst die weißen Lichtstufen durchschalten muss, denn dann bin ich ja schon geblendet. Das würde natürlich keinen Sinn machen. Es gibt ein paar Modelle, die das können, die das rote Licht aktivieren können, ohne dass man erst die weißen Blendenstufen durchschalten muss. Das könnt ihr gerne mal verlinken, wenn euch ein solches Modell bekannt ist. Es gibt ja da auch so ganz moderne, die man dann mit der App verstellen kann. Und ja, gut, den Schnickschnack, den brauche ich jetzt persönlich nicht, weil das nervt mich dann, dass ich mit dem Handy auch noch zusätzlich auf meine Lampe mich hacken muss, während ich ja auch noch meine Timelapse laufen habe mit nochmal einem Controller und nochmal einer Bluetooth-Verbindung. Also das ist mir alles zu viel. Ich brauche eine Lampe, wo ich mit einem Knopfdruck die volle Funktion habe. Und zwar ist das bei der Nightcore so, ihr haltet einfach hier diesen gummierten Ein- und Ausschalter, haltet ihr ganz lange, also 2 Sekunden, und ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, es ist ja helles Sonnenlicht, dann gehen diese roten LED-Lichter an und ihr habt sofort das rote LED-Licht. Und dann schaltet ihr einfach kurz und das rote Licht ist wieder aus. Wenn ihr das nicht wollt, sondern ihr wollt weißes Licht, dann schaltet ihr einfach ein, dann habt ihr die erste weiße Stufe und dann, wenn ihr halb drückt, habt ihr die zweite Helligkeitsstufe, wieder halb drücken, dritte Helligkeitsstufe, wieder halb drücken, dritte Helligkeitsstufe und wieder halb drücken, volle Leistung. Und diese LED, die beamt richtig weit. Also das braucht man eigentlich in den seltensten Fällen. Ich habe eigentlich meistens nur die erste weiße Stufe an und die hält dann wirklich 900 Stunden am Stück. Das ist ein wirklich ganz empfehlenswertes Teil. Aber nicht nur deshalb, nicht nur, weil ich hier mit dem ersten Schalter schon das rote Licht bekomme, sondern einfach auch, weil sie sehr robust ist. Ich liebe robuste Taschenlampen. Ich möchte, dass wenn die mir aus 3 Meter Höhe runterfällt, dass sie nicht gleich kaputt ist. Ich möchte, wenn es regnet, dass ich nicht auf die Taschenlampe oder auf die Stirnlampe aufpassen muss, sondern dass sie wasserdicht ist, schlagfest. Das ist genau meine Liga. Da bin ich mit dieser Nightcore-Lampe sehr, sehr gut beraten. Kurze Empfehlung noch am Rande. Ihr habt hier eine, das ist auch ein kleiner Nachteil, die Nightcore-Lampen, die arbeiten oft mit einem speziellen Standard an Batterien. Wie heißt der eigentlich genau? Ja, das ist die 18650er Batterie. Und diese Lampe wird beworben damit, dass man die zwei kurzen CR123, also die 123er, auch hintereinander reinbringt. Aber ich muss sagen, bei mir hat es nicht funktioniert. Wenn ihr die kurzen Akkus verwendet, funktioniert die Lampe nicht. Also kauft euch, falls ihr dieses Modell möchtet, die 18650 heißen diese Akkus. Ich habe hier einen 3500 mAh Akku drin und wie gesagt, der Verschluss ist wasserdicht und die Nightcore-Lampen sind einfach sehr solide gefertigt. Ich habe auch noch eine andere Taschenlampe, die kann ich euch ja alle mal unten verlinken und dementsprechend hoffe ich, dass ich euch geholfen habe mit diesem kleinen Video. Die ist auch nicht allzu teuer für das, was sie leistet. Und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal und tschüss.